Hi, ich mache da schnell mal ein Tagesupdate. Tada, ich bin im Kosovo. Und ich bin, wie ihr seht, also jetzt inzwischen ist die Straße Luxus. Ich bin das da unten, der weiße Container. Da war die Grenzstation mal ganz früher von Mazedonien. Und ich bin da hinten durchgefahren. Das ist ein komplettes Gebirgstal. Also das ist jetzt wirklich inzwischen wieder Luxusstraße. Die war vorher noch um einiges schlimmer. Ich meine, das waren jetzt 20 Kilometer oder 30 Kilometer und ich bin schon eine Stunde unterwegs. Du kannst halt wirklich nur, wenn du zum zweiten Gang fahren kannst, ist es schnell. Aber es ist natürlich mega. Warte, ich nehme euch mal mit. Warte, ich will das auch cool. Ich muss mir noch ein Foto von der Fahne machen. Ich bin im Kosovo. Wie geil ist das denn? Und was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist, dass hier halt keine Grenze in dem Sinn ist. Ich bin mal gespannt, wie das dann beim Ausreisen funktioniert. Dann sag ich halt, Google hat mich hier lang geschickt. Ich bin von dem Nationalpark in Mazedonien gekommen und der kürzeste Weg ging hier lang. Ich meine, mich stört das ja nicht so, auf Rotstraße zu fahren. Ganz im Gegenteil, ich lieb's. Oh, es hat so viele geile Matschwitzen gehabt. Hier Vollgas durch und ach, das ist so cool. Und das Tal ist halt, ne, die Natur ist, oh, das war die geilste Offroad-Strecke, die ich je gefahren bin. So geil. Und so speziell, immer so kleine Häuschen. Jetzt die Grenze, die war ganz speziell. Hat es noch so ganz alte, das wird alles von früher noch gewesen sein. Und da, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, da fließt halt die ganze Zeit dieser Bach lang. Und der ist halt durch, der fließt durch das ganze Tal durch. Das ist so unglaublich schön. Du bist die ganze Zeit nebendran gefahren. Ja, jetzt fahre ich weiter in den Kosovo. Und morgen schaue ich mir dann den Nationalpark an. Und dann geht's nach Montenegro. Genau, ich wollte über Kosovo nach Montenegro. Genau. Ich habe keine Ahnung, wann ich das Video laden kann. Ich habe Gott sei Dank in den ganzen Ländern kein Internet. Was sehr geil ist, ich meine, nach Montenegro habe ich nochmal ein Land. Oder ob dann gerade Kroatien kommt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich habe in den ganzen Ländern kein Internet. Und das ist halt so cool, das liebe ich an der Schweizer Karte. Das ist da halt nur. Ich habe ein Internetpaket dazu gebucht. Aber das ist halt nur für spezielle EU-Länder. Das ist alles so aufgeteilt in Zonen und hier die ganzen Länder: Serbien, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Montenegro. Irgendein Land war, meine ich, noch dabei, fallen halt nicht mit dabei und ich gebe nicht Geld extra für das scheiß Internet aus. Wozu denn? Braucht kein Mensch. Also, naja, was heißt braucht kein Mensch? Ne? Für YouTube brauche ich es schon, aber das ist das Einzigste. Und es ist so geil, ne? Wenn es heute war auch wieder, es war so schön, dann fragst du halt einfach nach dem Weg, ne? Findest du, es ist so cool, du hast so coole Kontakte und die winken dir alle. Und jetzt habe ich mit einem Bauern einen Kaffee getrunken, der konnte kein Englisch, scheißegal, ich habe ihm einfach einen Kaffee gemacht, weil ich es lässig finde, der hat so Freude daran gehabt, dass ich mitten durch die Pampa gefahren bin. Und ich freue mich auf den restlichen Weg, das wird so weitergehen mit der Offroad-Straße. Es ist einfach, es macht mega Fetz, es ist unglaublich geil. Ja, okay. Ich meine, das war's erstmal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.